Willkommen bei Gartenbob. Kürbisse. Viele bauen die Kürbisse nicht an, weil sie das Blattwerk zu viel Fläche wegnimmt. Das geht aber auch anders, so wie wir das gelöst haben. Hier ist uns unser Gartenweg und trotzdem kann ich hier lang gehen. Ja, also wenn die Kürbispflanze anfängt zu wachsen, hier habe ich einen Senker hier lang gelegt. Kann trotzdem hier hinten noch dahinter. Und hier hinten haben wir den Kürbis seinen Weg alleine gelassen. Hier ist ein altes Himbeerranggerüst, wenn der Kürbis wächst. Das hält schon, da braucht keine Angst an, dass der Kürbis die Pflanze runterzieht. Ja, oder hier wild wächst es gleich mal, wenn man das jetzt so sieht, hier durch. Einfach durch die Hecke, das ist kein Problem. Ja, wir hatten sie ja schon mal einen Kürbis um den Baum. Ja, und das ist nicht viel Platz, die der hier braucht. Gut, hier auf dem Hochbeet jetzt, ja, ist das kein Problem und dann kann er sich den Weg alleine suchen. Ob hier nun unser Holzlager wächst, wie man es hier sieht, da muss man jetzt sowieso nicht ran. Da müssen wir erst ran, wenn der Kürbis hier geerntet sind. Ja, also wenn er jetzt noch weiter wächst, kann der hier wachsen. Notfalls zieht man ihn umbinden, wenn es hier fest, kann er wieder zurückwachsen. Das müssen wir halt, mal kontrollieren. Ja, und selbst wenn der Kürbis, wenn man es vergisst, und er würde hier in unseren Haselnussstrauch wachsen, ist das auch kein Problem. Also, so hat er bloß die kleine Ecke hier im Beschlag. Ich kann hier lang gehen. Oder man will einen warmen Sommertag, ich komme trotzdem noch ans Kaminholz ran, wenn man mal abends noch einen Kamin anmachen will. Ist also kein Problem. Man kriegt den Kürbis also auf kleinsten Raum auch unter. Man kann sich auch extra ein Gerüst bauen, aber wir nutzen einfach das, was wir gerade da haben, ohne großen Bauaufwand. Ja, problemlos. Und schon kann jeder auch einen Kürbis anbauen und braucht keine Beetfläche dafür zu verschwenden oder Angst, um den heiligen Rasen zu haben, damit die, weil ja die Blätter den Rasen dann abschatten. Würde aber auch funktionieren. Ja, jetzt haben wir mal die Seiten gewechselt und hier marschiert unsere Kürbispflanze so einfach in die Konifere rein. Hier hängt schon einer dran, der kann jetzt noch bis zur Halloween in aller Ruhe wachsen. Ja, also das ist vollkommen egal. Diese Pflanze nimmt, die Konifere nimmt überhaupt keinen Schaden. Das wissen wir, weil das schon mal passiert ist. Wir haben das schon öfters gemacht und einfach wachsen lassen. Ja. Also, wie gesagt, wir Plätze sind in der kleinsten Hütte. Wir verschwenden hier auch wiederum keine Beetfläche oder der Rasen, da wächst ja der Kürbis. Wir mangeln hier unsere kleine Wildnis. Ja, und problemlos, kann er irgendwo wachsen, immer mal vielleicht gießen, wenn zu viel Trockenheit ist. Und das war's dann auch schon. Viel Spaß dann bis zu Halloween, bis zum nächsten Mal.